Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch wieder mal einen Fashion Haul. Ich habe mir so schöne Teile bestellt und wir waren ja jetzt im Urlaub und da habt ihr mir immer wieder gefragt, woher das ein oder andere Teil ist. Also es wird definitiv frühlingshaft, teilweise schon ein bisschen sommerlich, aber es ist eher so für den Wechsel, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video, wenn es euch gefällt. Schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und unser Simba ist heute auch am Start. Der wird anscheinend auch ins Video. Starten wir mit einer Hose, die wirklich so feiere und rauf und runter trage. Und zwar ist es diese hier. Die ist von Mango. Die habe ich aber nicht bei Mango bestellt. Die werde ich mal die Seite verlinken. Und die ist wirklich der Hammer. Das ist eine Mom Jeans, die aber oben, die ist wirklich am Popo sehr knackig, sehr eng und ist am Beinen weiter. Also eine tolle Mom Jeans, die eine gute Figur macht, wie ich finde, und die auch einen nicht so klein aussehen lässt, weil ich bin ja nur 1,64 und da machen solche weiten Jeans immer gerne klein, aber bei der ist das gar nicht. Und die Länge, ich glaube, das ist eine 7,8 Länge. Ich werde euch die auf alle Fälle verlinken und natürlich getragen zeigen. Die ist wirklich sehr, sehr schön. So schaut die auch von hinten aus. Ich mag ja eher so hellere Waschungen, gerade für die wärmere Jahreszeit, finde ich das einfach schöner. Genau, wie gesagt, werde ich euch mal verlinken. Dann als nächstes eine Jeansjacke, die ja wirklich so feiere. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Die ist cropped. Aber trotzdem ein bisschen ein Oversized-Look und ich finde das sehr schön, weil gerade wenn man nicht so groß ist, dann schaut das cropped immer ja einfach gut aus, weil das die Beine ein bisschen streckt. Und auch die Waschung finde ich toll. Diese einzelnen Elemente finde ich auch richtig cool, weil die eben nochmal so ein bisschen was hermachen. Das ist natürlich immer Geschmackssache, so Destroyed-Look. Ja, für die einen schaut das ein bisschen minderwertig aus. Ich finde es aber einfach zu manchen Styles richtig cool, wenn man es gut kombiniert. Und ja, ich werde euch die natürlich einmal verlinken und auch natürlich getragen zeigen. Ein weiteres Teil aus der Bestellung ist ein tolles Kleid, das maxi lang ist. Und hat hier an den, am Bauch so Cutouts. Also schaut richtig cool aus und ich finde das auch super für den Übergang, weil Simba, du störst. Entschuldigung, aber die Katzen machen so Radau jetzt gerade. Weil es eben für den Übergang schön ist, weil es eben länger ist, hat aber auch einen Beinschlitz. Und ja, ich finde das wirklich von der Farbe her ganz, ganz toll. Gerade wenn man ein bisschen gebräunt ist, schaut das wirklich sehr schön aus. Kann man auch, wie ich finde, gut eben zu der Jeansjacke kombinieren. Die beiden Sachen zusammen finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist eher figurbetont und der Ausschnitt ist auch noch im Rahmen. Das ist eben so ein runder Ausschnitt. Genau, dann noch ein Bikini-Oberteil, nach dem habt ihr mich auch ganz, ganz oft gefragt im Urlaub. Und das habe ich mir bei H&M bestellt. Und zwar ist es dieses hier und ich finde es so schön. Mein Mann hat immer gesagt, ich schaue aus wie eine Muschel. Und ja, das ist, hat wirklich auch einen guten Halt, weil das eben oben einen Gummi hat. Das heißt, wenn man das so dran hat, dann klebt es also richtig da oben. Also das rutscht nicht irgendwo rum, sondern das klebt so richtig oben. Und ich finde natürlich solche Oberteile zum Sonnen wirklich perfekt, dass man hier nicht ständig diese Abdrücke hat vom Bikini-Oberteil. Und ja, wie gesagt, zum Sonnen einfach toll. Hier hinten auch mit so einem Verschluss. Das heißt, man kann die Größe noch ein bisschen individuell einstellen. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir wieder neue Teile von Lily Silk bestellt. Und die Bestellung ist wieder so toll ausgefallen. Ich freue mich immer so, wenn die Teile ankommen. Und die sind immer so schön verpackt und wirklich fast knitterfrei. Also man muss meistens nichts bügeln. Und dieser Pullover hier ist das erste schon mal. Und den finde ich sehr, sehr schön. Ich stehe jetzt mal auf. Hoffentlich geht die nicht auf. Der ist ein bisschen cropped, also ein bisschen, ja. Also da ist mein Bauchnabel und der geht schon bis zum Bauchnabel runter, aber es ist eben ein kürzerer. Und ich finde das auch sehr schön, wenn man eine High-Waist-Hose, also eine High-Waist-Jeans auch hat, die so im Mom-Style ist zum Beispiel, finde ich das einen richtig tollen Look. Die Qualität ist unfassbar gut bei Lily Silk, wirklich hammermäßig. Ich glaube, das kann man in der Kamera jetzt gar nicht erkennen, aber der Stoff ist so schön und glänzend, also wirklich einmalig gut. Das ist schon mal das erste Teil aus der Bestellung. Und dann habe ich mir diesen Pullover in Grau bestellt. Ich habe den schon in Braun, den habe ich euch in meinem letzten Fashion Haul gezeigt. Und das ist eben jetzt die Farbe Grau. Und ich mag diesen Style einfach so, diesen Polohemd-Style. Und
ihr müsst jetzt das mal anfassen können. Das ist so kuschelig weich und das Perfekte ist, dass der Pullover eben ein bisschen dünner ist. Gerade richtig so für den Übergang, ja, wenn es mal einfach schon ein bisschen wärmer ist, aber man trotzdem noch was Langärmliches braucht. Perfekt mit einer Jeansjacke vielleicht nur drüber und ja, wirklich sehr schön. Oder weiße Hose oder zu einer Jeans, also der ist wirklich, ja, ich finde Grau dieses Jahr einfach wieder schöner. Ich habe sonst immer sehr viel Beige gehabt, aber Grau finde ich auch wirklich jetzt wieder ganz, ganz toll. Genau, ich werde euch auf alle Fälle auch natürlich alle Teile verlinken und getragen zeigen. Und weil wir gerade bei Grau sind, habe ich mir tatsächlich eine Hose in Grau bestellt. Und ich war mir erst nicht sicher, ob mir das steht, aber die Hose, ich sag's euch, die ist so geil. Es ist eine Buntfaltenhose. So schaut die aus, also wie so eine Anzughose. Und die ist 3/4 lang, also die geht nicht bis ganz runter. Und das, ich liebe es, ja. Gerade wenn man nicht so groß ist, dann streckt es einfach so das Bein. Und die ist bequem. Das ist der Hammer. Ich werde euch die natürlich auch angezogen zeigen. Die ist Mid-Waist, also die ist nicht High-Waist, sondern Mid-Waist. Und hinten noch mal so angedeutete Hosentaschen. Ja, wirklich ein Traum. Ich habe jetzt hier die Größe 32. Also da müsst ihr wirklich auf die Abmessungen schauen. Bei Lily Silk, da ist genau beschrieben, welche Größe bzw. Abmessungen. Und dann steht drauf, welche Größe ihr braucht. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also so ungenau gesagt würde ich bei Lily Silk immer zu der kleineren Größe tendieren, wenn sie zwischen zwei Größen schwankt. Genau. Aber die Hose ist wirklich genial und auch so luftig leicht, also nichts Schweres, kein schwerer Hosenstoff, sondern wirklich luftig leicht und locker, perfekt für die wärmere Jahreszeit. Dann als nächstes eine Weste, die ich so schön finde. Ich stehe momentan auf Streifen, wie man so erkennen kann, und die ist wirklich ganz, ganz toll. Auch mit den Knöpfen, die hat so goldene Knöpfe dran. Wirklich sehr hochwertig und die sitzt da wirklich sehr, sehr gut. Ganz vielseitig zu kombinieren, entweder ganz lässig und leger mit dieser Mom Jeans zum Beispiel oder eben auch mit einem kurzen weißen Rock, mit einer weißen langen Hose. Also ich finde, dass die einfach so vielseitig einsetzbar ist und wie gesagt, qualitativ so hochwertig mit einer angedeuteten Tasche hier vorne noch. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Ich werde euch da einmal einen Style zeigen mit dieser, mit diesem Cardigan. Wirklich ganz, ganz toll. Das nächste Teil, dieses wunderschöne Top, und schaut mal, wie das funkelt und glitzert und war, wow, also wirklich ein Träumchen. Gerade so für die wärmere Jahreszeit wirklich sehr toll oder entweder für Hochzeiten, die anstehen, einfach für festliche Anlässe, finde ich das toll. Wenn es ein bisschen kühler ist, kann man einen Blazer drüber anziehen oder ein Jäckchen oder man kann es leger kombinieren zu einer Jeans, also wirklich sehr, sehr vielseitig auch. Das Tolle ist, dass das Top eben vorne so einen Wasserfallausschnitt hat, also es ist nochmal was ganz Besonderes und es ist eben wirklich luftig, leicht, auch für die wärmere Jahreszeit, für den Sommer, kann man wirklich ganz, ganz lange anziehen und da hat man wirklich viel Freude mit dem Teil. Und dann ein sehr, sehr schönes Top, das schulterfrei ist. Das ist wirklich auch so, so toll. Ich hoffe, das kommt in der Kamera jetzt auch so rüber. Das ist nämlich dunkelblau, also hat eine dunkelblaue Farbe. Es ist nicht schwarz, was ich sehr gerne mag, weil ich bin jetzt nicht so der Schwarz-Fan. Und es ist, wie gesagt, schulterfrei, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ist aber ein bisschen ein dickerer Stoff. Das kann man jetzt quasi auch anziehen, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Mit Blazer drüber, Jeansjacke, je nachdem, je nach Anlass. Und hier unten hat es nochmal so einen Bund. Genau, wenn man hier näher rangeht, dann sieht man das. Genau, das hat unten nochmal so einen Bund. Das heißt, es ist unten ein bisschen enger. Es ist hier oben eben auch nochmal gerippt. Jetzt kann das die Kamera auch richtig fokussieren. Ich werde euch das auf alle Fälle mal getragen zeigen. Ich liebe es. Das schaut wirklich ganz, ganz toll aus. Und das nächste ist ein so wunderschönes Teil. Diese tolle Bluse hier mit den Perlen dran. Ich finde das, die schaut einfach so edel aus und es ist auch wirklich, also die Qualität und ja, wie gesagt, einfach jetzt alles für den Übergang so luftig locker. An den Ärmeln ist auch nochmal so eine Perle dran, es schaut wirklich so schön aus. Gerade so, jetzt kommt ja die Kommunionzeit und ich finde das einfach die perfekte Bluse für eine Kommunion. Kann ich mir jetzt auch sehr schön zu einem Rock vorstellen oder auch zu einer Hose, wirklich ein Träumchen. Wem das jetzt allerdings zu viel Bling Bling ist da, man kann die Schnüre abmachen. Also wenn das jetzt einfach too much ist, es ist ja immer Geschmackssache. Aber ich finde, dass das einfach nochmal so einen gewissen Touch macht bei der Bluse. Nochmal so richtig aufwertet. Genau. Und mein letztes Teil ist
ein Kleid im, ich sage immer Marine-Look, aber ich finde so blau-weiß gestreift immer so edel und toll. Und wie gesagt, es ist ein Kleid, also so ein Hemdkleid. Da ist ein Gürtel dabei. Und ich finde, dass das auch so schön ausschaut und man kann das jetzt entweder mit Ballerinas kombinieren, eine Jeansjacke drüber, also wirklich sehr, sehr toll. Der Stoff ist auch so weich, also da möchte man sich richtig reinkuscheln. Ich habe jetzt hier die kleinste Größe, XS, also die fällt definitiv sehr groß aus. Es ist ein Oversized-Look, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich werde euch auf alle Fälle den Look zeigen mit der Bluse, bzw. mit dem Blusenkleid, wie das getragen ausschaut. Und ihr werdet sehen, das macht wirklich ordentlich was her. Seht mir jetzt so auf dem Kleiderbügel nicht, aber die ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Was ich euch noch schnell zeigen wollte, auch von Lily Silk, habe ich mir wieder einen Kopfkissenbezug bestellt, einen Seidenkopfkissenbezug. Den habe ich auch im Urlaub dabei gehabt. Den habe ich wirklich so gefeiert, weil Seide einfach unglaublich sanft ist zur Haut. Also gerade, es ist wirklich ein Anti-Aging-Effekt, weil das der Haut keine Feuchtigkeit entzieht, wie zum Beispiel Baumwolle, das saugt ja. Und das ist auch absolut antibakteriell, ja, weil sie da einfach nichts anhaftet. Zu den Haaren ist es ja total super, weil es eben sehr, sehr weich ist. Das rubbelt nicht und wie gesagt, es entzieht einfach keine Feuchtigkeit. Kann ich euch auch nur empfehlen. Die haben Bettwäsche, Unterwäsche, also die haben wirklich ein riesen Sortiment mittlerweile. Und die Qualität ist wirklich der Hammer. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt zu bestellen, ich habe einen 20% Rabattcode für euch. Der gilt auf alles im Sortiment. Und ab einem Bestellwert von 600 Euro bekommt ihr sogar 30%. Also das habe ich noch nie gehabt. Also wenn ihr schon immer mal bestellen wolltet, dann jetzt, weil solche Rabattcodes habe ich noch nie bekommen. Das ist wirklich der Hammer. Wie gesagt, alles werde ich euch in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr da gleich mit draufklicken und schauen. Dann habe ich mir bestellt für den Urlaub wieder so ein Kugelarmband. Und zwar dieses goldene hier. Das silberne habe ich schon gehabt, aber das kann ich euch auch gerne verlinken. Und jetzt habe ich mir das goldene noch bestellt und ich feiere die einfach so. Ich mag die so, so gerne. Also das ist jetzt vergoldet, das ist kein echtes Gold, beziehungsweise schon echtes Gold, aber nur vergoldet. Aber das ist halt natürlich auch preislich dementsprechend. Und ich mag das so gerne, weil man die einfach so praktisch abmachen kann. Ja, das ist mit Gummizug und die kann ich einfach ranmachen und runtermachen, wie ich gerade lustig bin. Und die habe ich im Urlaub auch immer dran gehabt. Also egal im Wasser, beim Duschen wirklich immer. Das verfärbt sie nicht und das leiert auch nicht aus. Also die haben wirklich sehr, sehr toll, die beiden Teile. Genau, das habe ich ja schon gehabt. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist auch echt Gold. Dann meine letzten Teile von Zara. Und da habt ihr mir im Urlaub gelöchert, woher dieser Blazer ist. Und der ist von Zara. Habe ich mal wieder wunderbar das Mäckchen runtergemacht. Genau, aber den habe ich so gefeiert im Urlaub. Wie gesagt, das ist einfach so angenehm in der Mall, wenn man was zum drüberziehen hat. Und der Blazer, der wertet einfach sowas von auf und die feiert den so, der ist so schön. Ich mache mir da meistens nochmal hier so einen Gummi rein, damit ich das ein bisschen nach oben schieben kann, dass der 3/4 lang ist. Der ist ein bisschen oversized geschnitten. Genau, ich werde euch den getragen zeigen. Wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Ich mag das. Das ist so ein hellrosa. Das steht mir ja wirklich gut. So knallige Farben stehen mir ja nicht, aber das ist die perfekte Farbe. Und dann auch ein Teil, habe ich im Urlaub jetzt nicht angehabt, aber dabei gehabt. Und zwar dieser wunderschöne Rock hier. Und der ist wirklich sehr, sehr high-waist geschnitten. Das ist ein Hosenrock. Also hinten wirklich Hose. Und vorne schaut es eben aus wie ein Rock mit einem Beinschlitz, hat einen Reißverschluss hier und ja, den feiert ihr auch wirklich sehr. Den gibt es in 1000 verschiedenen Farben, den habe ich jetzt in rosa habe ich schon und in schwarz. Ja, also den mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne und der ist wirklich sehr praktisch und bequem und man muss beim Bücken nicht aufpassen, dass da irgendwas rausschaut. Also den gibt es auch ein bisschen länger noch und ich glaube noch kürzer, aber kürzer ist schon echt extrem. Genau. Das war es jetzt zu meinem Fashion Haul. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Ich werde euch natürlich alle Teile, wie gesagt, in der Infobox verlinken. Ich werde euch auch den Code noch mal einblenden, sämtliche Informationen in die Infobox packen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich natürlich kostenlos auf YouTube abonnieren, die Glocke oben rechts aktivieren, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben ja wirklich schon traumhafte Temperaturen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss, YouTube. Ciao.